Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Stellaris Nemesis. Ihr wollt mehr sehen und dazu Let's Plays gepassen, dann abonniert meinen Kanal. Ich habe gesehen, in der Reichshauptstadt kann ich hier das hier appen. Ich brauche bloß noch ein bisschen an Mineralien. Kostet nicht viel, ein bisschen was. Und dann können wir da ein bisschen rumwursteln. Kostenmäßig. So, nehmen wir es mal. Dass wir hier uns verbessern können. Planetare Hauptstadt machen wir dann. Hier werden Bergbaudistrikte gebaut und sonst. Au. Jobs minus 1, ja, dann dürfte es ja eigentlich Arbeitslose geben. Bauen wir mal einen. Wir lassen weiterlaufen. Genau, das war hier die Flottenkapazität. Jetzt kommt sie endlich mal nach und nach. Bauplätze plus 1. Wie viel Slimmit Flotten nehmen wir mit? Die Roboterarbeiter sind gleich durch. Das ist sehr gut. A study has been completed. Ah. Die Vengarische Dumivirität. Grüße aus den. Ah, zu bezieht die reisende Händler. Die Händler sind endlich da. Ich war immer echt. Pam, 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 pam. Wieso jetzt nicht? Verstehe ich nicht. Gut, sind. Ach so, okay. Ah, jo. Baukost, Sternbasen, Modular. Ja, dringend. Dringend brauchen wir die jetzt. Gut, der ist hier unten am Rumgautschen. Das passt. Der gibt sich da ordentlich Mühe. Hier wird kräftig gebaut. Und dann dauert es erstmal eine Weile, bis irgendwas passiert. Okay. Ja, nochmal zweimal Wächter, dreimal Wächter, dann sind wir hier voll. Dann geht's bloß nur hier unten, an die Kreuzer ran. Mal schauen. Kreuzer. Ach, das sind die Ls, deswegen. Das sind die Ls. Ah. Ja. Zeig uns deine Waren. So. Was haben wir hier? Wird euch ein atmosphärischer. Bam, 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 bam. Pfui, bitte nicht. Stinkt eure Kolonie. So, wir haben die Lösung. Unsere patentierte Mischung aus Mikromond. Bam, bam, bam. Reinigt die Luft in der bewohnbaren Troposphäre. Also einfach zurück, entsperren sie sich. Strotodron, genießt sie in hauchfrischer Luft. Alles für einen Preis von 4 Spezialistenbewohner. Boah. Eine einmalige Lieferung zu einer einzelnen Kolonie. Anti-Order-Effekt. Halte garantiert 80 Jahre und nicht länger. Erhöht die Anziehung von Immigration? Nein. Nein. Das ist einfach nur Mist, was ihr da habt. Gut, ich glaube, das war hier oben wieder. Hier. Das Sternblütenblatt. Diese verlassene Station wurde als Sternblütenblatt genannt und war anscheinend vor fast 1000 Jahren ein gefeiertes Luxusresort in diesem Bereich der Galaxie. Eine kleine Flotte von Schleppern zog die Station jedes Jahr an einen neuen exotischen Ort. Aber Aethir 2 scheint der letzte davon gewesen zu sein. Aus uns noch unbekannten Gründen wurde die Station in der Atmosphäre des Gasriesen gezogen, wo sie kritischen Schaden erlitt. Jo, mach weiter. Setz mal gleich nochmal einen hin. Das sind die
Bergbaus am Werken. Da sind wir wieder ordentlich dabei, das passt. Da sind wir auch noch innerhalb. So, wie lange hast du noch? Gut, 630 Tage. Alt und defekt. Also Sternwarnen im Heimatsystem berichten, da das Outworld-Flotte ein altersschwaches Schiff evakuiert und aufgegeben ist. Es kreist jetzt in der Orbitstation. Das ist Müll. So, zeig mal. Hier. Brauche ich... Nein, das... Echt jetzt? Okay. So ein Zufall. Was? Minus 26? Was ist denn hier los, ey? Das war doch gerade eben noch ein Plus. Meine Güte, ey. Ich sag erforschen. Warum hast du denn das nicht gemacht? Gut, hier können wir verbessern. Hier war das mit Generators. Skandalöse Beleidigung, was? Was ist denn hier los? Der Zakian Marquise Union hat uns mitgeteilt, dass sie die Worte eines unseren Gesandten als anstößig empfunden haben. Sie behaupten weder den Namen des Gesandten genannt, noch die Art der Beleidigung beschrieben. Stattdessen haben wir nicht viel mehr als einen Ausbruch der Empörung und die abrupten Ende der Kommunikation erhalten. Aha, genau. Sprösslinge, hä? Es ist möglich, dass dieser seltene Bruch in der Diplomatie das Werk einer anderen dritten Partei ist, die sich einzumischen versucht. Es könnte allerdings genauso gut ein Missverständnis sein. So oder so, Diplomaten mit ihm dadurch schwieriger geworden, ja. Das stimmt. Hier ein bisschen Gas drauf geben, aber wir sind auch schon bei 2. Ach, die Genetikklinik, meine Güte, ja klar. Hab ich gar nicht mehr dran gedacht, dass wir die auch noch haben. Boah, heftig. So, Sklaven haben wir keine. Oh man. Die Teilchen. Kristalle brauchen wir, Mensch. Was ist los? Alt und defekt. Wahrscheinlich wurde die Borddatenbank im Rahmen eines Stilllegungsprozesses nicht völlig gereinigt, weil das Schiff ein ziviler Transporter war. Obwohl an Bord des Schiffes nichts anderes zu finden war, konnten unsere Datenwissenschaftler teilweise auf die unbekannte Alien-Technologie zurückgreifen. Ja, cool. Das ist ja mega. Immer noch nicht. Okay, dann gibt es das hier halt dazu, die Genetik. Pace mal da um 10% wieder. Yes, drauf damit. Sehr gut. Weiter geht's. Die letzten Tage. Die Archäologen, die am Sternenblütenblatt arbeiten, haben genügend Hinweise gesammelt, um ein einigermaßen klares Bild der letzten Tage der Station zu zeichnen. Ein verirrter Asteroid schlug auf der Station ein und warf sie in eine Umlaufbahn, die sich die Atmosphäre von ITER 2 stürzen ließ. Die Stations eigenen Triebwerke konnten es nicht kompensieren, woraufhin das Kommandopersonal bald darauf eine Evakuierung anleitet. Leider verfügte die Station nicht über eine geringe Anzahl an Fluchtkapseln, weshalb schon bald eine Massenpanik ausbrach. Diejenigen, die nicht zum Tode
getreten wurden, stapeln, als die Lebenserhaltung der Station versagten, während sie tiefer in den Gasgiganten driften. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Es freut mich. A study has been completed. Genau, die Modular, die Panzerplatten, boah, die Kinetik, oh ja. Aber das spare ich mir jetzt auf. Ich will hier die Panzerplatten haben. Was, schon wieder? Wo sind wir denn jetzt? Das Memorex. Die Owner hatten ein weiteres Lernprogramm entwickelt, das jede Nacht lief, während sie in ihrem mechanischen Stühlen schliefen. Es wurde dazu verwendet, um unangenehme Erinnerungen zu beseitigen und eine fähige und neue Fähigkeiten zu trainieren. Als letztes für einen Weltraumball ausgesucht oder bei einem Date einen Korb zu kriegen, war ein Schrecken, unter dem die 1x-Bälle nicht ein zweites Mal leiden mussten, und für eine Weile brachte dies Glückseligkeit. Systematische Verbesserungen des Bewusstseins wurden von der Habitatleitung in Auftrag gegeben und alle Bewohner des Memorox verteilt. Aber das System wurde ausgenutzt. Es gab heimliche Versuche, Erinnerungen und Eigenschaften ohne Zustimmung der Bevölkerung zu löschen, und schließlich schlug das Projekt fehl. Die Außerirdischen haben wichtige Fähigkeiten für ihre Überlebenden verlernt und sind in eigenen vegetativen Zuständen eingetreten. Kurz darauf wurden die Lebenserhaltung deaktiviert. Ah, das war jetzt hier oben die ganze Zeit. Das war das hier, und ansonsten ist der hier unten. Das mit dem Special. Boah. Ja, dem Hyperteil halt. Was haben wir hier wieder? Sind wir dafür? Yo. Speicherplätze, Ressourcen. Sowas von. Da sind wir dabei. Konsumgüter sind jetzt genug da. Jetzt kann ich es bestimmt wieder ändern, ne? 100 Pro. Mist, ey. Construction venture completed. Gut, wie schaut's hier aus? 150 Tage. Gut, dann spare ich mir das bisschen mal hier auf. Geburt des galaktischen Marktes. Der de facto galaktische Handel, der von interstellarer Diplomatie ungebunden ist, existiert, seitdem wir das erste Mal entdeckt haben, dass wir nicht allein im Universum sind. Während neue Grenzen entdeckten und alte neu gezeichnet werden, haben die galaktischen Führer darüber abgestimmt, dass es an der Zeit ist, diese kommerzielle Form zu legitimieren. In den kommenden Jahren werden unabhängige Händler und Regierungsgestellte versuchen, eine quasi zentrale Drehscheibe für den galaktischen Handel zu schaffen. Wir würden sicherlich davon profitieren, wenn dies in der rokaischen Territorien fallen würde, und sollten da in Erwägung ziehen, eine unserer Welten dafür zu fördern. Neue Entscheidung. Jo, das ist eine neue Entscheidung. Aber wir sind hier nicht so hoch. Unser Handelswert ist echt extrem niedrig. Hier mit 16, das ist echt wenig. Entscheidung haben wir hier. Hier unten nämlich. Wir können hier ihn nominieren. Mal hier nicht. Lass mal schauen. Ja, das ist schön und gut, aber ich habe keine Ahnung, wie hoch wir sind vom Wert her. Ob sich das lohnt. Es geht jetzt noch ein paar Jahre, bis sich das da, bis da das alles entschieden wird. Aber mal schauen. Schwierig. Construction venture completed. Jawohl, Lebenszeit Anführer erhöhen. Weiß ich doch. Gut, du bist hier unten komplett fertig. Dass die hier hinten. Du darfst auch gleich fertig sein. Oh ja. Sehr, sehr gut. Dann bekommst du auch noch was dazu. Von 509. Ballert's hoch auf!
5900, meine Güte. Bam! 9500. Boah, heftig. Hangar. Egal, ballern wir hier drauf. Chance, wir Trefferpunkt Schilde. Machen hier den Störer mit dazu. Und dann warten wir erstmal ab, was passiert. Und den hier will ich eigentlich auch noch verbessern. Aber das wird, glaub ich, nix. Also, wir verstecken jetzt erstmal um einen Kreuzer. Ein einziger. Boah. Heftig. Arbeit braucht man wieder. Jo, klatsch mal die Genetikklinik drauf. Hier müssen wir erstmal wieder bauen. 187. Dann hauen wir da auch die Genetikklinik drauf. Sind wir da nochmal plus 10% schneller. Ja, planetare Bewohnbarkeit. Also bitte, es wird es schon jetzt die nächste Zeit mal ankommen, dass wir hier die Bewohnbarkeit um 5 oder um 10% erhöhen können. An dem wird es jetzt hoffentlich nicht mangeln. Komm schon, komm schon, komm schon. Bibabubub. Power, Alter. Sowas von. Jo. Bauen. 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 So wird es auch weniger. Die steigt regelrecht. Das ist ultra nice. Herrscher erlangt Eigenschaft. Ein Auge für Talente. Ah, cool. Kosten Erlasse, Dauererlasse. Was haben wir? Baukosten Zerstörer und... Das ist mal cool. So, was haben wir hier? Was ist die Bedeutung von Wirtschaft? Handelswert. Ah, das ist mal cool. Was haben wir denn hier Schönes? Ein privatisierter Sammler auf Sephiroth Secodus ist irgendwie in den Besitz eines uralten Vorläufer-Artefakts gelangt, von dem angenommen wird, dass es von der Zivilisation der Voltum ist. Trotz starken Drucks der Regierung hat sich der Sammler bis heute geweigert, dies zu... Was ist der wahnsinnig? Jeder hat seinen Preis. Es gehört in ein Museum. Jeder hat seinen Preis. Hm. 500. Jeder hat seinen Preis. So, jetzt dürfte man, glaube ich, bei 4 sein. Jo, wir sind bei 4. Immer noch 2. Neutronenwerfer. So, ist Kolonieforschung. Wir nehmen den Energienexus. Den brauchen wir. Was ist denn los, ey? Also, das ist ein bisschen unverständlich, finde ich. Ah, der Durchbruch. Das Herz des Pulsar. Ein Durchsuchen des Safes, in dem die reichsten Kundschaften des Sternblütenblatts ihre persönlichen Gegenstände aufbewahren hatte, wurde eine Schatzkiste mit seltsamen Artefakten und Schmucken gefunden. Das bemerkenswerteste unter den gefundenen Gegenständen ist das Herz des Pulsar. Eine einzige Diamantkette, die zu ihrer Zeit berühmt war, weil sie von 5 verschiedenen Staatsoberhäuptern getragen wurde. Hm. Kein Artefakt. Schade, ey. Jetzt sind wir hier unten auch durch. Oh Mann, ey. Oh Mann, schade. Ja, aber was willst du machen? Okay, das braucht der Genetikklinik ist dann durch. Technologie, sind wir auch alle auf Mittelmaß, ist alles cool.
Erlasse, ja. Hier unten sind wir auch am Werkeln. Das braucht noch ein bisschen Zeit. Spannendes gibt's ja nicht. Ja, das ist alles uninteressant, was hier eigentlich ist. Aber okay, wir belassen das hier mit Folge. Ja, ich weiß. Und somit sage ich natürlich wieder danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Servus.